Akkord. Oh mein Gott, was? Fuck, warum werden mir die Gegner jetzt so komisch angezeigt? Holy! Holy! Nee, die sterben wohl. Was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Heute geht es quasi darum, dass ich euch erzähle, was so mein endgültiges Fazit ist zu der ersten Modern Warfare Beta. Man muss zum Anfang hin schon mal sagen, dass ich die zweite Modern Warfare Beta gar nicht spielen werden kann, beziehungsweise vielleicht nur an dem Donnerstag spielen kann, weil ich ab Freitag im Urlaub in Griechenland für eine Woche mit meiner Freundin bin, wo ich mich auch sehr darauf freue. Natürlich ist es schade, dass ich die Beta nicht streamen kann und nicht aufnehmen kann, aber ich habe noch ein paar Videos vorbereitet, das heißt, ihr werdet trotzdem ein bisschen versorgt. Auf jeden Fall werde ich heute ein bisschen über meine Meinung zu der Beta reden. Ich werde das Ganze so ein bisschen uncut machen, also wirklich frei aus dem Kopf raus, meine Gedanken, mein Herz ausschütten, was jetzt meine Meinung zum aktuellen Stand von MW ist. Doch bevor das losgeht, habe ich zwei ganz kurze Ankündigungen für euch. Und zwar hatte ich im letzten Video schon Level Up erwähnt. Ab heute 18 Uhr ist eine 2 für 1 Aktion. Das heißt, ihr packt 2 Dosen Level Up in euren Warenkorb und müsst nur eine bezahlen, wenn ihr den Code Raptor2 eingebt. Ist, denke ich, eine ganz coole Sache. Schaut einfach in die Videobeschreibung. Erster Link, Level Up, checkt das ab. Und noch eine weitere kleine Ankündigung. Und zwar hat mein Partner King Controller jetzt diesen Grip veröffentlicht. Das heißt, man kann die Controller jetzt mit dem Grip kaufen. Das haben sich sehr viele Leute von euch gewünscht. Und das ist jetzt endlich möglich. Das heißt, das ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Auch da Code Raptor10, um 10% zu sparen. Mega, mega nice. Gönnt euch auf jeden Fall. Jetzt fangen wir an mit meiner Meinung über MW. Wie viel habe ich gezockt? Was kann ich jetzt wirklich darüber sagen? Darf ich mir überhaupt schon eine Meinung bilden? Und ja, ich denke, ich darf mir eine Meinung bilden. Denn ich habe ungefähr, ich würde sagen, 35, 40, 50 Stunden in die Beta so rein investiert. Also 50 Stunden ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber so 35, 40 Stunden ein bisschen drüber. Ich habe es jeden Tag gestreamt. Ich habe sehr, sehr viel gezockt. Wirklich sehr, sehr viel. Habe viele Waffen ausprobiert, habe viele Perks ausprobiert, habe die Nades ausprobiert und so weiter und so fort. Ich habe mich in das Movement so ein bisschen reingearbeitet. Das heißt, ich habe wirklich alles mitgenommen, was man so mitnehmen konnte. Ich habe jede Map gespielt, ich habe jeden Modus gespielt und so weiter und so fort. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin positiv überrascht vom Game. Ich habe es ja damals schon in LA spielen dürfen, das wisst ihr ja. Ich durfte euch ja schon vorher Gameplay zeigen. Und ich finde, das Spiel hat sich nochmal wesentlich verbessert seit dem Punkt. Also es hat sich nochmal anders angefühlt, ein bisschen besser, bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen kompletter einfach. So, dass man mehr Bock hat, auf Dauer zu spielen. Was für mich ein sehr großer Pluspunkt war, war, dass man ja am Anfang nur bis Level 10 leveln konnte und ich einfach trotzdem weitergesuchtet habe, weil es so viel Spaß gemacht hat. Genauso wie es dann bei Level 20 war. Ich habe gespielt, 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 gespielt und ich wollte nicht aufhören. Ich hatte wirklich Spaß an dem Spiel und wollte immer weiter zocken, was für mich einfach ein sehr, sehr großer positiver Punkt ist, denn in vorigen Betas war es teilweise so, dass man High Level war und dann nicht mehr so viel Spaß hat an dem Spiel. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Schreibt mir gerne, das ist wirklich wieder sehr, sehr wichtig, schreibt mir eure endgültige Meinung zu der ersten Beta, nicht zum ganzen Game. Jetzt bitte in die Kommentare. Das würde mich wirklich sehr freuen, wenn da wieder ein bisschen Diskussion stattfindet, wenn ich ein bisschen lesen kann, wie ihr das so seht und so weiter und so fort. Großer, großer Pluspunkt ist meiner Meinung nach auch das Movement, das Waffenfeeling und das ist einfach, also es schmeckt einfach, Leute. Ich habe keinen gehört, der gesagt hat, dass wenn man in MW mal reingeht, wenn man mal ein paar Kills hintereinander zieht, dass sich das schlecht anfühlt. Also es fühlt sich wirklich unfassbar belohnt an und sehr, sehr gut, wie diese Waffen ein bisschen auf dem Gegner kleben bleiben, wenn man erstmal getroffen hat, wie dieses Aim-Feeling ist, der Waffensound, der Kill-Sound, irgendwie, das ist alles irgendwie sehr, sehr fertig. Also es hört sich für mich wirklich sehr gut an und fühlt sich einfach sehr gut an. Das heißt, wenn man Szenen hat, wie am Anfang, was ihr im Video gesehen habt, wo man reingeht, wo man da hinspringt, noch einen Kill macht, da hinspringt, dann Turn-On verteilt und so weiter und so fort, das fühlt sich wirklich einfach unfassbar gut an. Und das ist halt so dieser Kernpunkt von COD. Es muss sich gut anfühlen, wenn man bestimmte Aktionen macht, wenn man einfach reingeht, reinrennt, Kills macht und so weiter und so fort. Das muss sich gut anfühlen. Klar, Negativpunkt, um das gleich da an der Stelle zu
zu nennen, mit reinrennen. Ja, es war halt schwer möglich in der Beta. Ihr seht es auch jetzt in dem Gameplay. Ich glaube, ich habe da 41 Kills gemacht in der Herrschaftrunde. Wir haben auch krass verloren, da wären noch viel, viel mehr Kills drin gewesen. Aber man musste einfach sehr, sehr oft up-aimen. Viele Leute haben die M4 in der Beta gespielt, ich denke einige von euch auch. Die war einfach unfassbar stark, ich habe sie auch in dem Gameplay gespielt. Gegen diese Waffe hatte man keine Chance, wenn man mit einer SMG reingerannt ist, denjenigen zu killen, der schon im Aim ist mit der Waffe. Es war unmöglich, das war wirklich, die Waffe war extrem, extrem stark. Das heißt, dieses Up-Aim und Gecampe war wirklich noch extrem. Anders, also meine Meinung ist da ein bisschen anders als bei vielleicht anderen YouTubern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das in der Vollversion ändert und dass wir auch bis jetzt nicht die besten Maps bekommen haben. Wie man gesehen hat, Gunrunner, die dazu kam, hat eigentlich den meisten gefallen. Ich fand die Map sehr, sehr gut. Ich durfte die auch schon in LA spielen. Da fand ich sie auch schon gut. Und diese Hackney Yard, wo die Meinung so ein bisschen gespalten ist. Manche finden sie gut, manche nicht. Die fand ich auch sehr gut. Ist auch schön kompakt. Klar, es gibt Camper-Spots, aber das ist eine Map, die ähnelt auch anderen COVs. Da gibt es auch Camper-Spots. Viele haben am Anfang gesagt, Alter, wie die campen auf Grasner Raid und hier und da. Das ist eine 10 gegen 10 Map, Leute. Die ist sehr, sehr groß. Viele Häuser. Die werden wir nicht spielen müssen. Die werden wir nicht spielen müssen, wenn wir es nicht spielen wollen. So, und deswegen denke ich, die meisten werden das eh nicht zocken. Azir Cave, auf die ihr gerade das Gameplay seht, da sage ich lieber nichts zu. Das ist jetzt nicht so meine Favorite Map. Die fand ich wirklich, also, die spielt sich einfach nicht gut. Im Tunnel erkennst du die Gegner nicht so gut. Die Häuser auf der anderen Seite sind irgendwie eklig. Die spielt sich einfach wirklich nicht gut. Die kann man rausstreichen. Aber ich denke, in jedem Call of Duty gibt es Maps, die man nicht mag. Und auch in vorigen Betas hatten wir es teilweise so, dass wir Maps bekommen haben, die uns überhaupt nicht gefallen haben. Ich erinnere mich nur an Black Ops 4 Seaside. Ich fand Seaside schrecklich. Ich fand es in der Beta sogar noch ganz in Ordnung, aber im Fullgame fand ich Seaside immer schrecklich. Habe ich nie Bock gehabt, die Map zu spielen. Einige von euch vielleicht schon, ich aber nicht. Genau. Also wie gesagt, das ist ein großer negativer Punkt, dieses ganze Gecampe, was jetzt in der Beta stattgefunden hat. Was meiner Meinung nach noch nicht perfekt ist, was sie aber wirklich, wo sie schon drauf gehört haben, ist die Minimap. Ich finde es gut, dass die Minimap wieder drin war. Was ich nicht gut fand, war, dass man die roten Punkte nicht gesehen hat. Also, wenn ein Gegner schießt, ja, ich weiß, dass viele von euch jetzt sagen werden, ja, im Kompass hat man das gesehen, aber Leute, seid mal ganz ehrlich, wenn man das schon im Kompass sieht, dann kann man es auch auf die Map machen, weil man hat einfach ein schlechtes Gefühl, man guckt nicht auf den Kompass und auf die Minimap gleichzeitig, um auf der Minimap zu sehen, wo deine Teammates sind und auf dem Kompass zu sehen, wo deine Gegner sind. Das verwirrt einfach, da musst du dahin gucken und gleichzeitig noch aufs Spielgeschehen achten. Das macht alles kaputt. Deswegen, ich finde diese roten Punkte, wenn jemand ohne Scheidämpfer schießt von den Gegnern, die müssen rein gemacht werden. Das ist ganz, ganz wichtig und ich bin da aber auch zuversichtlich, dass das wirklich noch ins Game kommt. Ich nehme nicht an, dass sie das rauslassen. Ich glaube eher, dass sie das wirklich noch reinmachen werden. Ich glaube, das sind auch so mit meine größten Kritikpunkte nach wie vor. Also meine Meinung hat sich jetzt nicht extrem geändert, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr positiv im Game jetzt drin. Die Waffen sind wirklich sehr, sehr schön. Es fühlt sich wirklich sehr gut an. Wie gesagt, Campen ist ein Manko. Was noch nicht so gut ist, ist dieser Respawn-Delay. Dieses aus der Map rauszoomen und wieder reinfliegen. Erstens, man sieht die Gegner dort. Das heißt, man kann wirklich teilweise schon sehen, ey, da ist ein Gegner, du spawnst und aimst den einfach ab und killst den. Er hat keine Chance, er weiß nicht, dass du da spawnst. Die Spawns, zum Glück bin ich zu dem Punkt jetzt noch gekommen, die Spawns sind ja wirklich schrecklich gewesen. Also, in jeder Beta von COD waren die Spawns nicht gut, aber in dieser Beta waren die Spawns das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Wirklich, es war brutal. Du bist teilweise hinter jemanden gespawnt, du bist teilweise vor jemanden gespawnt. Man hat sich einfach, man ist gespawnt, hat schießen können. Total lächerlich. Fand ich echt schlecht. Und dann gibt es, glaube ich, nur noch den einen Punkt, dass ich das ein bisschen krass finde, wie lange man weak ist. Und dieses Schwarz-Weiß-Bild. Das haben die zu Alpha schon ein bisschen besser angepasst. Aber es ist wirklich noch, ja, es ist ein bisschen schwierig. Ich finde, es ist ein bisschen schwierig, damit klarzukommen. Aber im Grunde genommen, was der Kernpunkt ist, mir gefällt das COD sehr, sehr gut. Ich habe wirklich Spaß an dem COD. Ich habe gemerkt, von Tag zu Tag, wo man gespielt hat, hatte man mehr Bock, das zu spielen. Und ich hatte immer mehr Bock, die Vollversion zu haben, um jetzt endlich weiterleveln zu können. Ich habe unfassbar Bock drauf, Leute. Das wird gestört. Das wird eine krasse Twitch-Zeit später. Das wird eine krasse YouTube-Zeit. Und da an der Stelle muss ich mich auch nochmal ganz, ganz fett bei euch bedanken. Holy fuck,
Was habt ihr auf Twitch gemacht? Was habt ihr auf YouTube gemacht? Ihr seid komplett reingegangen. Es hat super viel Spaß gemacht. Danke für den ganzen fetten Support über die Zeit. Heftig. Einfach heftig. Lasst einen Daumen nach oben für das Video da. Schreibt mir bitte eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Wir halten Alpha. Hier ist Jaguar 3-0. Alles. Ihr werdet bei T gebraucht. Wir halten alle Ziele. Wir verlieren A. Wir haben C verloren. Ziel geschaltet.